Stiftung Islam in Deutschland. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in Hadith, authentischer Hadith, das ist ein authentischer Hadith, wo er sagt, لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. Es ist nichts mehr vom Prophetentum geblieben, außer die wahren Träume, die der Gläubige selbst sieht und die für ihn gesehen werden. Als der Prophet einen Sahabi empfangen hat, der Sahabi fragte ihn, ja Rasulallah, nee, es gab eine Ayah, die der Prophet gelesen hat. Alladhina amanu wa amilu salihati lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira. Wahrlich, diejenigen, die glauben und Gutes tun, sie bekommen die frohe Botschaft in diesseits und im Jenseits. Und im diesseits ist die frohe Botschaft zum Beispiel durch Traumdeutung, die du selber siehst oder die jemand für dich sieht. Träume haben im Islam was zu suchen. Und wir Muslime, wir nehmen sie ernst. Und die Sura von Yusuf a.s. zeigt, dass die Träume nicht nur unbedingt von Propheten kommen. Und dass sie nicht nur unbedingt von Muslimen und Gläubigen kommen. Sie können auch von einem Ungläubigen und sogar von einem Frevler erscheinen. Der König von Ägypten, er sagte, إني أرى سبع وقال الملك إني أرى سبع بقرات عجاف سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. Er sah sieben magere Kühe, dicke Kühe, fette Kühe, die von sieben mageren gefressen werden. Und er sah sieben grüne Ähren und sieben trockene Ähren. Und dafür gab es eine Bedeutung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Erste, der den Traum deutet, seine Deutung fällt. Und ar-ru'ya as-sadiqa mu'allaqa bi rijli ta'ir. Mata uwilat saqatat. Hadith ist auch authentisch. Die Träume, die wahr sind, deren Bedeutung hängt in Füßen von Vögeln. Wenn sie gedeutet werden, so fallen sie runter. Ich weiß nicht, ist das ein Metapher, was der Professor angesprochen hat? Ich denke, dass das ein Metapher ist. Aber das bedeutet, wenn die Deutung gesprochen wird, so geschieht das. Aber was ist denn ein Traum? Die meisten Menschen träumen nicht, sondern sie haben eine psychische, sie führen psychische Gespräche im Schlaf. Die meisten Träume sind nur psychisch. Oder durch eine Belastung, die man hat. Ich bin belastet durch einen, der mich beneidet oder der für mich eine Gefahr stellt oder Probleme, Stress. Da kommen Träume. Und dann gibt es Träume, die von Scheitan verursacht werden. Von Scheitan. Das sind die schlechten Träume. Der Prophet sagt, es gibt Ru'ya Shaitaniya und Ru'ya Rahmaniya. Es gibt eine satanische Träume, aber auch von Allah subhanahu wa ta'ala eingehauchte Träume. Die Träume, die wahr sind, haben Merkmale. Allahu a'lam. Sie sind kurz. Sie sind kodiert und sie werden nicht vergessen. Also man vergisst sie nicht schnell. Und sie bleiben auch, also wie gesagt, und sie sind verziffert, also wie vorhin gesagt, kodiert. Das sind die Träume meistens. Und die sind zu kurz. Das heißt, es gibt nicht Widersprüche. Ich habe geträumt, ich war in Berlin und dann war ich im Hauptbahnhof. Auf einmal war ich in Marrakesch und dann in Marrakesch habe ich den Freund hier getroffen und danach habe ich meine Mutter. Das sind keine Träume. Alles, was durcheinander und lang und sich in die Länge zieht, das sind keine Träume. Träume sind kurz, sie kommen nicht immer,
Sie kommen vielleicht zweimal, dreimal, viermal im Leben, sage ich mal, und sie sind kodiert und bringen eine Botschaft. Wer kann die Träume deuten? Wer Allah subhanahu wa ta'ala, wem Allah Wissen und Weisheit gegeben hat. Nicht jeder. Derjenige soll durch das Licht Allahs schauen. Ja, und diese Fähigkeit auch haben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.